Ich spreche heute über die Bedeutung der ökumenischen Konzilien für die orthodoxe Theologie. Ich würde sagen, nicht nur für die orthodoxe Theologie, sondern für die Orthodoxie. Letzte Woche hatte ich das Vergnügen oder hatte ich das Glück, mit dem serbischen Patriarchen Porfirije mich unterhalten zu können. Und er hat mir einen sehr denkwürdigen Satz gesagt im Zusammenhang eines Gespräches. Er sagte, wir Orthodoxen brauchen keine Demokratie, denn wir haben Einheit. Natürlich, dieser Satz ist nicht selbstverständlich, aber ich glaube, er hat sehr viel mit dem zu tun, über das ich heute spreche. Die ökumenischen Konzilien sind der höchste Ausdruck der Einheit der Kirche nach orthodoxem Verständnis. Und ich glaube, gerade für die Deutschen, die seit Jahrhunderten zerrissen werden im Konfessionskrieg zwischen zwei Extremen, nämlich zwischen einem absolutistischen Papsttum und einem individualistischen Ansatz in der evangelischen Kirche, dem individuellen Protestantismus. Für uns sind das sehr heilsame Informationen, ein sehr wichtiges Verständnis dessen, was Kirche eigentlich sein soll. Deshalb habe ich auch den Schwerpunkt meines Vortrags eben auf dem Verständnis dessen gelegt, was Konziliarität eigentlich bedeutet. Wir lesen bei Paulus, wie die Kirche als ein lebendiger Organismus beschrieben wird. Zum Beispiel 1. Korinther 12, 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so ist auch der Christus. Und eine Parallelstelle im Römerbrief 12,5: So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das ist, wie wir auch in den vergangenen Vortragen gehört haben, nicht nur eine Theorie oder ein schönes Ideal, sondern das ist eine Wirklichkeit, die durch die Eucharistie gegeben ist. Wie sich das ausdrückt in der Struktur und in der Verwaltung der Kirche, sehen wir an dem Beispiel der ökumenischen Konzile und überhaupt der Konziliarität. Ein interessanter Punkt ergibt sich allein schon bei Paulus, denn dieses selbe Bild der Kirche als Leib Christi begegnet uns bei Paulus in zwei Varianten, die vielleicht nur marginal sich unterscheiden, aber doch einen Unterschied bergen. Denn im etwas später geschriebenen Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15, lesen wir dasselbe Beispiel etwas anders. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also dieser quasi leichte Unterschied, nämlich dass hier Christus das Haupt des Leibes ist und wir die Glieder, während im Korintherbrief und im Römerbrief wir der ganze Leib sind und der ganze Leib ist Christus, hat unter anderem dazu geführt, dass in der heutigen historisch-kritischen Exegese der Epheserbrief nicht als original paulinisch eingeschätzt wird, was ich für eine Fehleinschätzung halte. Aber wir sehen hier eine Dynamik, nämlich eine Dynamik zwischen einem Organismus, der organisch funktioniert und wo jeder seinen Teil erfüllt, und auch einer Hierarchie, einer Ordnung in diesem Organismus, die letztlich auf Christus aufbaut. Um das Funktionieren dieses Organismus zu verstehen, bemühe ich als nächsten Zeugen Ignatius von Antiochien, der im späten 2., 3. Jahrhundert geschrieben hat, über das Bischofsamt. Das Bischofsamt ist nämlich zentral für das Verständnis dieses Organismus Kirche und für das Verständnis der Konziliarität. Denn der Bischof in gewisser Weise
ist die kleinste Zelle, die kleinste unteilbare Einheit dieses Organismus Kirche, kleinste selbstständige Einheit. Und natürlich der Bischof mit seiner Eparchie, mit seinem Sprengel. Aus dem Brief an die Magnesier zitiere ich Ignatius: In der Eintracht Gottes bemüht euch alles zu tun, wobei der Bischof den Vorsitz führt an Gottes Stelle und die Presbyter an Stelle der Versammlung der Apostel und die mir besonders lieben Diakone mit dem Dienst Jesu Christi betraut sind. Was wir hier sehen, ist, dass sich in der Hierarchie der Kirche etwas abbildet, nämlich dass der Bischof, die Presbyter, die Diakone eine himmlische Ordnung darstellen. Bevor wir das deuten, lese ich einen weiteren Text, nämlich der unterstreicht, dass die Christen nichts ohne den Bischof tun sollen, ihm gehorsam sein sollen und ihn ehren. Und die Unterstellung gegenüber dem Bischof ein Unterstellen gegenüber Gott ist. Dem Zitat Bischof aller. Denn, Zitat geht weiter, jeden, den der Hausherr in sein Hauswesen schickt, müssen wir so aufnehmen wie den, der ihn geschickt hat. Aus einem anderen Brief, um wie viel mehr preise ich euch glücklich, die ihr mit ihm, nämlich eurem Bischof, auf so enge Weise verbunden seid, wie die Kirche mit Jesus Christus und Jesus Christus mit dem Vater, auf das alles in Einheit zusammenklinge. Aus dem Brief an die Smyrna, an die Gemeinde von Smyrna, wo der Bischof erscheint, da soll auch die Gemeinde sein. Wie da, wo Christus Jesus sich befindet, auch die katholische Kirche ist. An die Magnesier, wie nun der Herr nichts getan hat ohne den Vater, mit dem er eins ist, weder in eigener Person noch durch die Apostel, so sollt auch ihr ohne den Bischof und die Presbyter nichts tun und versucht nicht etwas als verständlich anzusehen, was ihr im privaten Kreis tut. Strömt alle zusammen wie zu einem Tempel Gottes, zu einem Altar, zu einem Jesus Christus, der von dem einen Vater ausging und bei dem einen ist und zu ihm zurückkehrte. Hier sehen wir, worin eigentlich sich die Einheit konzentriert. Nicht in der Persönlichkeit oder der Person des Bischofs, sondern in dem einen Altartisch, vor dem dieser Bischof den Vorsitz führt. Und in der Eucharistie als Mitte der Kirche schlechthin. Zitat: Deshalb seid bedacht, eine Eucharistie zu gebrauchen, denn ein Fleisch unseres Herrn Jesus Christus gibt es und einen Kelch zur Einigung seines Blutes, einen Altar wie einen Bischof, zusammen mit dem Presbyterium und den Diakonen, damit ihr, was immer ihr tut, nach Gottes Weise tut. Die Einheit ist also eine Einheit im Bischof und in der Einheit einer Diözese, einer Bischofskirche, wenn man so will, aber nicht in Form einer Monarchie des Bischofs in irgendeiner Form, sondern, und hier möchte ich einen anderen Kirchenvater bemühen, als ein lebendiger Organismus zu verstehen, bei dem jeder seinen Teil beiträgt und bei dem kein Teil besser oder mehr ist als der andere. Und hier kommt eigentlich die Bedeutung des Bischofs wirklich zum Tragen, denn der Bischof ist nicht ein Monarch oder eine Monade für sich, sondern er steht selber im Zusammenhang des Leibes Christi und ist selber nur ein Teil des Ganzen. Und das hat, finde ich, keiner besser beschrieben als der heilige Kyprian von Karthago. Gerade in der Auseinandersetzung mit einem wachsenden Autoritätsanspruch des Papstes damals, und wir reden wieder vom 3. Jahrhundert. Und auch er betont, dass die Kirche eine sein muss und als solche einen Organismus darstellt. Und was das auch wiederum bedeutet für das sich für Tendenzen, sich abzuspalten oder eigene Wege zu gehen. Nur einen Gott gibt es und nur einen Christus. Nur eine Kirche und nur einen Glauben und nur ein Volk, das durch den Kitt der Eintracht zu einem festen, einheitlichen Körper verbunden ist. Diese Einheit lässt sich nicht spalten und der eine Leib kann durch eine gewaltsame Trennung seines festen Gefüges nicht geteilt, kann durch das Zerreißen und Zerfleischen seines Inneren nicht zerstückelt werden. Was immer vom Mutterleib sich trennt, das kann für sich gesondert nicht leben und atmen. Das verliert die Grundlage des Heils.
Und das gilt eben auch für Bischöfe. Eine Absonderung ist dementsprechend nicht möglich. Ein Beispiel, eine Metapher dafür nennt der heilige Kyprian: Reiß einen Strahl los von dem Lichtkörper der Sonne. Die Einheit des Lichtes lässt eine Absonderung nicht zu. Brich vom Baume einen Zweig. Einmal abgebrochen, wird er nicht mehr zu sprossen vermögen. Schneide einen Bach ab von seiner Quelle, sofort wird er vertrocknen. Diese, wenn man so will, auch etwas extreme Sichtweise wird natürlich an der Realität immer wieder geprüft. Und meine persönliche Beobachtung ist, dass es durchaus Momente gibt im Leben der Kirche, wo zeitweise Wunden entstehen, wo zeitweise ein Glied abgetrennt ist. Wenn man aber rechtzeitig sich bemüht, dieses Glied wieder anzufügen, gibt es eine Chance der Heilung. Das, denke ich mal, ist auch in dem Sinne. Und der zentrale Satz des heiligen Kyprian, der mich eigentlich wieder zum Thema führt, nämlich zur Konziliarität, der ist in der westlichen Theologie in der Regel falsch übersetzt und auch in den allen Übersetzungen, die ich gefunden habe. Und das ist verständlich, denn der heilige Kyprian hat in Latein den Primat des Papstes mehr oder weniger widerlegt und abgelehnt. Also musste man ihn umbiegen. Aber wir schauen uns diesen Satz etwas genauer an. Ich lese erstmal meine Übersetzung vor. Diese Einheit müssen wir unerschütterlich festhalten und verteidigen, vor allem aber die Bischöfe, die wir in der Kirche den Vorsitz haben, damit wir auch das Bischofsamt selbst als ein einziges und ungeteiltes erweisen. Das Bischofsamt ist nur eines, an dem die Einzelnen im Ganzen Anteil haben. Und hier ist quasi die Crux Interpretatis: Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur. Also das Bischofskollegium oder das Bischofsamt ist eine Einheit, und jeder einzelne Bischof hat nur insofern an ihr Anteil, insofern er Teil des Ganzen ist. Gleichzeitig aber ist er damit voll Bischof und voll Repräsentant der Kirche, ein Abbild Christi in seiner Kirche. Auf die falsche Interpretation seitens westlicher Theologen gehe ich jetzt nicht ein, aber ich sei nur darauf verwiesen. Wie wir am Anfang von dem Zitat des Patriarchen der serbischen Kirche gehört haben, ist diese Kollegialität, diese Konziliarität der Bischöfe nicht eine Demokratie. Demokratie ist eine menschliche, nützliche Regierungsform, um Menschen mit verschiedenen Interessen und Ansichten zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht die Köpfe einhauen. In der Kirche haben wir einen höheren Anspruch. Und ich glaube, dass dieser Anspruch sich nicht nur auf das Bischofskollegium erstreckt, sondern eigentlich auch ein Vorbild für alle sein sollte, die in der Kirche leben, und auch für das Mitmenschliche in unseren christlichen Gemeinden. Und dieses Vorbild ist eben die Konziliarität, die darin besteht, dass man sich bemüht, tatsächlich die Einheit zu wahren, und zwar in Einmütigkeit, in Einstimmigkeit, in Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt und Demut. Konziliarität drückt sich eben dadurch aus, dass wichtige Entscheidungen, die mehr als eine Diözese betreffen, auf Konzilen besprochen und entschieden werden. Und zwar nicht demokratisch, nicht durch einen Mehrheitsbeschluss, sondern immer nach Möglichkeit in Einstimmigkeit. Und dass diese Versammlung der Bischöfe auch wiederum mehr ist als nur eine einfache Versammlung, ein Kongress, sondern eben ein Konzil, das verdanken wir dem Heiligen Geist und dem Versprechen Jesu Christi, dass wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ich mitten unter ihnen bin. Und das Vorbild oder das Urbild eines jeden Konzils schlechthin ist natürlich das Apostelkonzil in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Und hier lernen wir die wichtigsten Elemente eines Konzils kennen und dementsprechend der Konziliarität. Vers 22 zum Beispiel: Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen, nach Antiochia zu senden.
Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand: Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Und zwar euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Für diejenigen, die es jetzt nicht in Erinnerung haben, auf dem Apostelkonzil ging es um die Aufnahme von Heiden in die Kirche, welche, ob sie beschnitten werden müssen oder nicht. Das erste Element, was wir sehen, ich habe natürlich den Text jetzt gekürzt, um auf die wichtigsten Momente einzugehen. Das erste Element, was wir sehen, ist, dass so ein Konzil einen Anlass hat, einen wichtigen Anlass. Und zwar, dass hier die Gemeinde beunruhigt wurde und es eine Unstimmigkeit gab. Das zweite wichtige Element ist die Einstimmigkeit. Es schien uns gut, nachdem wir einstimmig geworden sind, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden. Das dritte ist, dass die Konzilsväter, und hier sind es die Apostel selbst, in dem Verständnis und in dem Anspruch einen Entschluss gefasst haben und überhaupt zusammengekommen sind, dass sie nicht auf menschliche Weise etwas regeln, keinen Kompromiss suchen, sondern dass der Heilige Geist anwesend ist und der Heilige Geist mit ihnen zusammen entscheidet. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Auch hier will ich, wie schon am Anfang bei Paulus und dem Leib der Kirche, nicht verschweigen, dass auch hier nicht einfach nur eine demokratische Versammlung von Gleichberechtigten ist, sondern dass es die Idee einer Hierarchie, eines Vorsitzes gibt in jeder solcher Versammlung. Schon Kanon 34 der Apostel schreibt vor, dass die Bischöfe eines jeden Volkes, Ethnos in Griechisch, wissen sollen, dass einer von ihnen der Erste, Primus, sein müsse und sollen ihn als ihr Haupt ansehen und weiter nichts ohne seine Zustimmung tun. Nur das allein soll jeder tun, was auf seine eigene Gemeinde und die ihr untergeordneten Orte Bezug hat. Aber auch jener, nämlich der Primus, darf nichts ohne die Zustimmung aller tun. Denn so wird Eintracht herrschen und Gott verherrlicht werden durch Christus im Heiligen Geist. Das eigentliche Thema meines Vortrags waren ja die ökumenischen Konzile. Aber jetzt können wir vielleicht langsam dorthin kommen. Und zwar das erste ökumenische Konzil in Nicäa 325 kann man als Musterkonzil dieser Art ansehen. Und wir sehen, wenn wir uns ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen, auch die Parallelen zu dem Apostelkonvent oder Apostelkonzil in der Apostelgeschichte. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, alle sieben ökumenischen Konzile heute vorzustellen. Deshalb vielleicht ein paar Daten oder ein paar Informationen zum ersten ökumenischen Konzil. Die Situation 325 war folgende: Das Römische Reich war nach einem Bürgerkrieg wieder vereint und Kaiser Konstantin der Große regierte über dieses riesige Reich und hat das Christentum als eine einheitsstiftende Kraft in seinem Reich erkannt. Seine Mutter war Helena, war Christin und er sympathisierte mit dem Christentum. Taufen lassen hatte sich erst kurz vor seinem Tod. Gleichzeitig hat diese neue Situation, nämlich dass die Kirche seit 313, dem Edikt von Mailand, eine erlaubte Religion war und die Kirchenverfolgung, wie es schien, für immer beendet war, dazu geführt, dass Streitigkeiten und Uneinigkeit unter den Bischöfen aufquollten und natürlich auch es ein völlig neuer Aspekt auftauchte im kirchlichen Leben, nämlich die Beziehung, eine positive Beziehung zum Staat und zur Macht. Die Bischöfe wurden, wenn man das nach heutigem Verständnis vergleicht, mehr oder weniger verbeamtet und waren also standen irgendwo zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Eine Häresie, nämlich die Häresie des Arius in Alexandria, griff über
sogar über die Grenzen des Patriarchats von Alexandria hinaus und wurde so zu einem gesamtkirchlichen Problem. Konstantin der Große sah in der Kirche aber auch eine einigende Kraft und wollte eigentlich, dass die Kirche eine Einheitlichkeit auch repräsentiert und nicht sich zerstreitet. Und hat deshalb mehr oder weniger die Einberufung eines solchen Konzils, eines ökumenischen Konzils, angeregt und angestoßen. Es gab einen ersten Vorversuch, 319, man möge mich berichtigen, in Arles. Das war noch keine ökumenische Synode in dem Sinne, aber ein erster Test. Und es wurde klar, dass so eine Synode notwendig wurde. Um so eine Synode einzuberufen, bedarf es aber auch staatlicher Unterstützung, denn damals war Reisen keine einfache Angelegenheit. Der Kaiser stellte die Mittel der staatlichen Post zur Verfügung für die Bischöfe. Also das römische System der Nachrichtenübertragung durch überall bereitgestellte Pferde. Und so konnten alle Bischöfe aus allen Enden des Römischen Reiches anreisen. Auch die Organisation, die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten, war letztlich in staatlicher Hand. Wie lief nun so ein Konzil ab? Ja, wir wissen heute von sogenannten Summits und Tagungen und so weiter, wie die sich ewig streiten, um dann zu irgendeinem klitzekleinen Kompromiss zu kommen. Wenn wir die Beschreibung der Verhandlungen dieses Konzils uns anschauen, dann wurden verschiedene Bekenntnisformeln und Glaubensbekenntnisse vorgelesen und es gab jeweils eine Reaktion aus der Menge der Bischöfe, wenn sie eine Häresie, etwas Falsches gehört haben. So hieß es, hielten sich die Bischöfe die Ohren zu und schrien laut. Es gab tatsächlich auch den Versuch, Arius selber zu Wort kommen zu lassen. Das endete mit einer Ohrfeige durch den heiligen Nikolaus. Es wurde nicht groß diskutiert, sondern die Bischöfe legten Zeugnis ab von dem Glauben, den sie von ihren Vätern empfangen haben. Es war keine Tagung von Theologen. Es war wie gesagt, kein Versuch, Kompromisse zu finden. Es war aber auch kein Versuch, von oben nach unten etwas zu entscheiden. Die Konzilsväter wehrten sich sehr, sehr lange dagegen, überhaupt ein Bekenntnis oder eine Glaubensentscheidung zu fällen. Denn sie sagten, in den Evangelien ist doch alles gesagt. Und es war wiederum das Drängen des Kaisers und seine Initiative, auch die Einführung von nicht-biblischen Begriffen in so ein Bekenntnis, die dazu geführt haben, überhaupt, dass wir das Glaubensbekenntnis von Nicäa haben, was dann auf dem zweiten ökumenischen Konzil von 381 erweitert wurde zu dem heute bekannten Niceno-Konstantinopolitanum, dem Glaubensbekenntnis, was wir in jedem Gottesdienst und in jedem Gebetbuch finden. Das Wort, was nicht aus der Schrift kommt, ist das berühmte Homoousios, angeblich, ein Vorschlag des Kaisers selbst, der wohl bemerkt dem Konzil vorsaß, nicht irgendein Patriarch, gleichzeitig sich aber aus den theologischen Diskussionen oder aus den Verhandlungen weitestgehend heraushielt, aber dann doch ab und zu mal eine Eingebung machte. Dieses Homoousios ist tatsächlich ein philosophischer Begriff gewesen. Es bedeutet so viel wie ein Wesentlich oder eines Wesens und sollte die Einheit von Vater und Sohn zum Ausdruck bringen. Dass das Konzil so entschieden hat, glaube ich, verdanken wir letztlich dem Heiligen Geist. Und ich denke, dass der Heilige Geist auch durch den Kaiser gewirkt hat. Interessant ist auch die Wirkung dieses Konzils auf alle folgenden Konzile. Denn wiederum, wir haben in der Folgezeit immer wieder die Erwähnung, ausdrückliche Erwähnung dieses Konzils und die Bekundung, dass an den Entscheidungen dieses Konzils nichts geändert werden kann, denn das ist vom Heiligen Geist inspirierte, unabänderliche Wahrheit. Hier hören wir vielleicht als westliche Zuhörer auf, denn wir wissen, wer in der katholischen Kirche diesen Anspruch hat, unfehlbare Wahrheiten zu verkündigen. Der Papst, es ist eigentlich in unserer so von Menschen beeinflussten Welt eben nicht so einfach, dass sich jemand auf einen Stuhl setzt und dann
kommt der Heilige Geist automatisch und man verkündet die Wahrheit. Sondern es ist ein Konzil, was zusammenkommt und welches tatsächlich, wo der Heilige Geist es schafft, mit den Menschen in Synergie zu wirken. Und auch das war nicht garantiert, allein dadurch, dass Bischöfe aus allen Kirchen der Welt zusammenkamen, sondern weil der Mensch mit Gott tatsächlich zusammenwirken wollte. Wir haben gerade nach dem ersten ökumenischen Konzil die eigentliche Zeit der arianischen Wirren. Das erste ökumenische Konzil hat den Arianismus zwar klar abgelehnt, aber es dauerte bis zum zweiten ökumenischen Konzil, bis der Arianismus tatsächlich in der Kirche besiegt war. Und in dieser Zeit wurden mehrere Konzile einberufen, die eigentlich den Anspruch hatten, ökumenisch sein zu wollen, also die Ökumene, den Weltkreis zu umfassen, zu umspannen. Und sie waren keine. Sie sind es nicht geworden. Ja? Ein Bumerang, wenn er nicht zurückkommt, war es keiner. Ein Konzil, wenn der Heilige Geist nicht gekommen ist, war es keins. Das heißt, das ist auch nicht garantiert. Wodurch wissen wir dann, dass genau diese 7 ökumenischen Konzile, die wir haben, tatsächlich vom Heiligen Geist inspiriert waren. Dabei spielt ein wichtiges Verständnis, ein wichtiges Konzept eine Rolle, nämlich die Rezipierung dieses Konzils durch das Volk und durch die gesamte Kirche. Ja, also bei Konzilen, die, wenn man so will, keine waren, kamen die Bischöfe nach Hause und haben was zu hören bekommen von ihren Gläubigen. Das war nicht der Glaube der Kirche, den ihr hier bekannt habt. Und zu der Rezipierung, die natürlich Zeit braucht, die ein Prozess ist, der auch nicht immer durchsichtig ist. Ja, nach einem Konzil kann es lange dauern, wie eben zum Beispiel in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten ökumenischen Konzil, bis ein Konzil tatsächlich rezipiert wurde von der gesamten Kirche. Deshalb kommt noch ein zweites Element hinzu, nämlich die Ratifizierung, nämlich die endgültige Anerkennung eines Konzils als ökumenisch. Und das findet wiederum statt auf dem nächsten ökumenischen Konzil. Erst wenn das nächste ökumenische Konzil ratifiziert, also anerkennt, dass dieser Prozess, ein Konzil hat stattgefunden, der Heilige Geist war dort, es wurde rezipiert vom Volk, diesen Prozess feststellt, dann können wir eigentlich streng genommen von einem ökumenischen Konzil sprechen. Auf diesen Konzilen wurden Entscheidungen in 2 Kategorien gefällt. Wir haben einmal natürlich immer den Anlass für jedes Konzil, nämlich eine theologische Streitigkeit, die eine gesamtkirchliche Bedeutung haben. Wir haben aber auch immer, also fast immer, den Versuch, kirchendisziplinarische Entscheidungen auf dieser gesamtkirchlichen Ebene zu fällen, wenn man sich schon mal versammelt hat. Sogenannte Kanons, woraus das kanonische Recht entsteht, welches eine für alle Kirchen verbindliche Rechtsgrundlage darstellt, aber nicht alleine dasteht und auch nicht denselben Status genießt wie die Glaubensentscheidung eines ökumenischen Konzils. Kanons gelten zwar für die gesamte Kirche, können aber auch durch ein späteres Konzil angepasst oder aufgehoben werden. Und die Anwendung des kanonischen Rechts erfolgt nicht wie nach moderner Jurisprudenz, sondern ist geprägt von dem Wechselspiel zwischen Akrivia und Ökonomia, also der Anwendung im Hinblick auf das Heil des Menschen und im Hinblick auch auf die historischen, realen Gegebenheiten. Ein kleiner Exkurs oder vorletzter Gedanke ist zu dem Konzil von Kreta, was wir zuletzt erlebt haben. Ein Versuch, wenn man so will, ökumenisches Konzil in der Neuzeit zu veranstalten. Die Synode von Kreta war fast ein Jahrhundert lang vorbereitet. Es gab eine Reihe von vorkonziliaren Kommissionen und Sitzungen und Plenarsitzungen. Warum dieses Konzil letztlich oder diese Synode letztlich nicht einmal in die Nähe kam eines ökumenischen Konzils, ist, glaube ich, im Vergleich zu den Konzilen des ersten Jahrtausends mehr als deutlich. Es wurde nicht von einem Kaiser einberufen. Ja, man könnte jetzt sagen, er ist ein Zarist. Ja. Und der Kaiser repräsentiert eigentlich den Willen zur Einheit, der momentan in der Orthodoxie einfach fehlt. Es gibt sicherlich, der Patriarch von Konstantinopel wünscht sich, dass alle unter ihm vereint sind, aber das ist nicht der Wille zur Einheit.
Und dieser Wille braucht auch einen gewissen Nachdruck. Ja, es braucht eigentlich einen Vermittler, den wir momentan nicht haben. Zweitens, die wirklichen Probleme der Orthodoxie wurden bewusst gemieden. Denn ohne Willen zur Einheit gab es auch keine Aussicht darauf, sich zu einigen. Stattdessen wurden Themen besprochen, die überhaupt nicht notwendig waren oder hinter denen irgendeine Notwendigkeit stand. Und das ist diesem Konzil auch komplett an dem Selbstbewusstsein als wir sind die Kirche gefehlt hat, äußert sich letztlich in der Selbstbenennung als panorthodoxe Synode, also nicht ökumenisch, nicht die Welt umspannend. Deshalb sind wir letztlich momentan in einer gewissen Krise. Natürlich, das Jahrtausend nach den ökumenischen Konzilen haben wir nicht als eine Zeit der Krisen verstanden, weil wir kein ökumenisches Konzil einberufen konnten. Im Gegenteil, die Orthodoxie hat bis heute eigentlich immer die Meinung vertreten, lautstark, dass es eigentlich auf dieser Welt nichts Neues mehr gibt. Alle Heresien und alle Irrlehren und neuen Philosophien hat es alle schon mal in irgendeiner Form gegeben und die sieben ökumenischen Konzile reichen uns völlig aus. Gleichzeitig sehen wir aber gerade heute, wie dringend es doch notwendig wäre, gesamtorthodox irgendeine Struktur, ein Forum zu haben, auf dem die Kirchen sich austauschen, mal abgesehen von dem ökumenischen Rat der Kirchen, wo sich die Orthodoxen dann plötzlich auf Einladung der Protestanten wiederfinden und auf einmal gemeinsam zusammen sind. Aber natürlich nicht in dem Verständnis, dass wir irgendwie einmal im Jahr ein ökumenisches Konzil brauchen, um eine Kirche zu bleiben. Da bin ich eigentlich auch schon beim Fazit. Ja, ich denke, dass es zum Beispiel mit der Kalenderfrage, mit der Frage nach dem Primat, nachdem nun es weder ein erstes noch ein zweites noch ein drittes Rom gibt, wir durchaus Themen haben, die eine Entscheidung eines ökumenischen Konzils bedürfen. Auch die Auseinandersetzung mit der Postmoderne, mit dem neoliberalen Geist wären Herausforderungen. Aber ich sehe momentan keinen eindeutigen Weg, wie so etwas zu machen wäre, weil der Wille zur Einheit in der Orthodoxie momentan sehr, sehr, sehr schwach ist. Und ich hoffe und ich bete, wie wir auch heute gebetet haben und wie wir momentan in jeder Liturgie in der russischen Kirche beten, dass diese Einheit zusammenbleibt, dass der Kitt ausreicht, dass wir nicht auseinanderbrechen in einem neuen großen Schisma. Vielen Dank.